Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zur letzten Folge Rollercoaster Tycoon 3. Warum die letzte? Ja, das kann ich euch sagen. Ich habe nämlich den Park eigentlich soweit fertiggestellt, weil mir einfach langweilig war. Ja, das Ergebnis werde ich euch heute zeigen. Das heißt, wir machen eine kleine Show auf, fahren coole Bahnen, die noch entstanden sind. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Da sind wir. Direkt am Eingang. Ihr seht schon hier ordentlich, ne? Ja, Officer Schmidi, ja. So, ich würde sagen, wir gucken uns den Park aber jetzt einfach mal von oben an. Und ihr seht, der hat sich deutlich verändert. Na komm. Komm schon. Und zwar habe ich, wir hatten, glaube ich, diese beiden Bahnen. Warte mal. Welche Bahn hatten wir denn gebaut? Die hier, ne? Ja, doch, diese komplette Steuerachterbahn und die hier, die in der Aufnahme komplett laggy war. Ah ja. Genau. Das heißt, die zeige ich eigentlich nicht nochmal, die kennt ihr ja schon. Hier, außer dass ich hier vielleicht noch ein kleines Häuschen drum gebaut habe, bevor sie losgelauncht werden da. Mal kurz von innen zeigen. Komm. Ja, oder auch nicht. Auf jeden Fall werden die da rausgelauncht. Ne, nicht gelauncht, das ist die falsche. Achso, das ist von der Bahn noch, lul. Ja, hier, ihr seht gerade, hier habe ich so ein bisschen Natur noch mit eingebaut. Also viele hundert Bäume platziert. Das sind wirklich alles einzelne Bäume hier. Das war echt viel Arbeit, sagen wir es mal so. Ja, und dann sind hier hinten noch zwei weitere entstanden. Hier vorne ist noch eine entstanden. Ich würde sagen, die fahren wir einfach mal. Kann man mit der Kamera aufhören? Danke. Als erstes fahren wir wohl die hier. Wobei, die ist gerade auf Fahrt. Da ist es ein bisschen blöd. Wobei, wir könnten mal gucken, ob wir... Nee. Die Bahn hier. Die können wir... Ja, die kommt gerade an. Die können wir nehmen. Dafür verschnelle ich mal ganz kurz hier... Ja, damit wir den Kettenlift... Der ist nämlich sehr, sehr lang. Sagen wir mal so. Dass wir hier nicht so lange warten müssen. Na komm, fahr los. Bitte. Hallo? Bahn? Bitte, dass du losfährst? Da fährt sie los. Genau, wenn sie ungefähr hier ist, mache ich wieder auf Start. Ihr seht, der Kettenlift ist sehr, sehr groß. So, steig mit ein. Ich weiß jetzt gerade natürlich nicht, wie laut der Sound ist, deswegen... Durch den Kettenlift-Sound einfach mal ganz kurz. Ah, sollte hoffentlich nicht zu laut sein. Wie gesagt, sollte. Wir sitzen einfach ein bisschen weiter nach hinten. So. Die Bahn hat nämlich sehr viele Loopings. Ja, und dann können wir gleich sogar noch das schöne neue Feuerwerk und die Show betrachten, die ich erstellt habe. Jetzt sehen wir sogar hier schon was. Ah ja, Tatsache. Ui. Jetzt sehe ich die Bäume. Das ist die Bahn, ist schon echt extrem. Aber deswegen fährt auch keiner damit. Seht es vielleicht krass. Ihr könnt es schlecht sehen. Wir fahren hier durch Achterloopings, so heißen die Dinger. Ihr seht immer so ganz kurz was von der Feuerwerkshow. Da kommen wir ja an. Ja, genau. Können wir hier noch kurz ein bisschen gucken. Achso, war schon. Ja. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt hier einen schönen Wagen erwischen. Nein.
Ihr möchtet gerne einen Wagen erwischen, der direkt hier vorne steht. Das Ding hat eine Störung oder warum fährt da keiner mit? Ah ja, wir warten jetzt hier in dem vordersten Wagen. Der sollte aber auch gleich losfahren. Ihr seht schon echt ambientisch, finde ich hier. Also von den ganzen Bäumen hier und so. Finde ich echt schön. Ah, es geht los. Moin. Ja. Hätten wir diesen hohen Berg dann her, habe ich ein bisschen auf Stein gemacht, das so ein bisschen mit Stein links angemalt. Dann habe ich doch so einen kleinen Fluss da, Fluss sage ich schon, einen kleinen See vorne angelegt, wo dann hier auch die Feuer- und Laser, eine Feuerwerk- und Lasershow stattfindet. Genau. Und hier kriegen wir nochmal so einen kleinen Überblick über den Park. Ich habe da hinten noch eine Himmelsschaukel eingebaut, hier noch ein Gefeuert. Nee, das war der Aussichtsturm, den habe ich geändert, genau. Hab dann hier diesen Berg angefertigt, mit so ein paar Bäumchen noch drauf, wo auch nochmal eine Kinderachterbahn drin ist und ein Freefall Tower. Und ja, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Jetzt haben wir meinen Wagen nach hinten. Denn ihr seht, die Bahn bleibt kurz stehen. Und dann geht's eigentlich nach unten. Ui. Oh Gott. Ja, die Kurve ist vielleicht nicht so gesund. Steil nach oben, direkt wieder senkrecht nach unten und dann die erste halbe Kurve. Nochmal in eine. Dann nochmal eine kleinere. Achtung, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Upp. Ein bisschen abrupt. Da war die Kamera. Die macht ein Foto, wenn da bestimmte Menschen durchfahren. Nochmal so eine kleine Kurve hier. Ein bisschen durch die Bäume. Noch eine Kurve. Kleine Spirale nach oben. Jetzt geht es hier schön steil wieder ein bisschen nach unten, wieder hoch. Also die Bahn eher sehr viel hoch und runter, sagen wir es mal so. Neue Spirale nach oben, da wird man jetzt schon langsam. Und dann gibt es für den Abschluss nochmal hier so einen kleinen Ruckler nach unten. In der richtig steilen Kurve. Hoch und runter fährt. Dann kommt man hier schlussendlich in der Station wieder an. Ja, dann hier hinten habe ich noch ein paar weitere Fahrgeschäfte hinzugefügt. Einmal hier das Luftkatapult, dann zwei Rotoren. Die sind eigentlich voll cool, weil einmal kurz der Boden wegfährt und ihr werdet durch diese Drehung, sag ich mal, an die Wände gepresst. Der rote Derwisch hier. Das Ding dreht sich selber um die eigene Achse hier auch nochmal. Also die drehen sich nochmal hier. Ah. Ah, okay. Gut. Buddy disconnected from your channel. Könnte Jora gewesen sein. Ja, wir fahren einfach nochmal kurz über die Luftkatapult. Nee, wobei, damit können wir am Ende fahren. Die anderen sind nicht so interessant, sag ich mal. Interessant sind hier eher die Dinger. Die stehen sogar gerade. Oh, das ist gemein. Die kleinen Kinder spritzen hier die Leute ab. Und dann zu gut, dann zu vorletzt fahren wir noch diese Bahn, die übelst extrem ist. Wir merken warum. Ja, komm, Leute, steckt ein. Ja, schön, wir fahren mit. Ja, hallo? Also echt. Ey, kann ich mal auf den Kopf drehen. Das sieht irgendwie ein bisschen falsch aus, sagen wir es mal so. Wir gehen lieber auf die andere Bahn. Ah, da steht auch noch ein Typ. So, naja, wir werden jetzt erstmal. Nach oben gemoved und dann werden wir hier losgelassen. Hui! Und jetzt drehen wir uns und zurück. Ja, das Ding ist schon nicht zu schwache Nerven, sagen wir es mal so. Hui. Boah, die Bahn, Alter, die sieht so weird aus.
Auf jeden Fall hat man hier einen guten Ausblick, wenn die Lasershow losgeht, sagen wir es mal so. Ja, da hinten habe ich ja hier noch diesen See angelegt, so einen kleinen Wasserfall da hinten dran. Ja. Genau. Dann fahren wir hier mal noch mit der Kinderachterbahn, wenn sie gleich wieder da ist. Oh, die fahren hier gerade. Wo ist denn gerade die Kinderachterbahn? Hier sind nicht. Da hinten ist sie. Alter, hier stehen auch ganz schön viele Luftkatapult an, ne? Luftkatapult sage ich schon, das ist die Himmelsschaukel, so wird sie eigentlich genannt. Wie gesagt, das hier ist eine Kinderachterbahn. Obwohl hoch, Mitte, Mitte, ja. Doch, kann man als Kinderachterbahn bezeichnen. Hallo. Oh, die Dingsschau geht gleich los. Hä? Haben wir gerade ein Foto? Okay. Oh, moin. Runter. Da ist der Drop Tower und das geht los. Dankeschön. Wir sind einfach ganz vorne, ja, hier ist gut. So, ich habe extra hier oben so ein paar Bäumchen getan, dass wenn man sich jetzt ein bisschen umguckt, so ein bisschen Waldfeeling hat. Das finde ich irgendwie schöner. Da geht es hier so ein bisschen. Ist ja gut, ich sehe nichts. Vielen Dank. Oh, es geht los. Naja. Schauen wir uns gleich an. Ja, das ist ein Kindercoaster, da heult man noch nicht so rum. Naja, dann fahren wir jetzt auch noch einmal mit der Bahn hier, wenn sie gleich da ist. Das hier ist nochmal so eine ganz kleine Kinderachterbahn, sodass ihr hier so ein bisschen da hin und her fahren könnt. Ich warte nur darauf, dass das Ding in der Station ankommt. Ich guck gerade extra nicht auf die andere, auf das Feuerwerk, bis ich gleich noch mein Rohr zeigen kann. Oh mein Gott, was macht die Bahn denn jetzt? Wo ist sie denn gerade? Ich sehe sie nicht. Ah, da ist sie. Ja, hier haben wir noch so ein schwingendes Schiff, so damit können wir kurz fahren. Hoi. So ein schönes Überkopfschiff. Wird ja auch von sehr vielen Leuten geliebt. Da steht die Welt meistens Kopf. Ja. Das ist der Witz war schlecht. Kann das Ding jetzt bitte mal in die Station einfahren? Dankeschön. Oh, steht auch eine gute Menge an. Komm, wir fahren mit. Wir wollen das pure Chaos erleben. Die pure Horrorbahn, Alter. Die Bahn des Grauens. So nenne ich sie. Ah, von hier sieht es wirklich aus wie die Bahn des Grauens. Okay, alle drinnen. Denn das ist ein Launch-Coaster, das heißt. Oh, ich gehe jetzt mit hoher Geschwindigkeit zu. Oh, Alter. Und gleich wieder hoch. Also hier sind Geschwindigkeiten. Das Geile an der Bahn ist, das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich habe die Runden nämlich hochgeschraubt und dadurch passiert gleich was. Ich hätte nämlich gedacht, dass jetzt hier nochmal geboostet wird, aber nein, ihr müsst mit dem Schwung auskommen, der da ist. Und der reicht nun mal nicht für ein zweites Mal, deswegen fahrt ihr jetzt schön zurück und ist ein paar Mal hin und her. Kann man schon echt die Bahn als die Bahn des Grauens bezeichnen. Hey, ganz schön. Also, wunderbar. Und wieder zurück.
Dann mach gleich noch ein Bild. Oh, schön. Noch ein Bild gemacht. Ja, und dann werde ich einfach abrupt angehalten. Ich weiß, es ist nicht so gesund, aber naja. Ja. Wie spät haben wir es denn? Naja, haben noch Zeit, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es mal ganz kurz Nacht, damit wir uns das schöne Feuerwerk hier anschauen können. Ich glaube, ich muss dafür aber im Park sein. Mal ein bisschen vorspulen hier. Wenn das Feuerwerk beendet, dann unser Video. Und hier oben ist dieser Officer Schmidti. Der verharrt da oben, der lebt da. So, viel Spaß beim Feuerwerk. Beim Laser. Danke für den Sound. Man erkennt es uns nicht, naja, egal. Ja, ich finde es schön. Ein schönes kleines Feuerwerk. Ja. Und damit würde ich dann auch das Video an dieser Stelle beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und vielleicht bis zum nächsten Let's Play. Euer Red Gamer.